In diesem Video will ich euch zeigen, wie man mit einem Powerline-Adapter WLAN-Mesh einrichtet. Dazu bin ich jetzt auf meiner Fritzbox Cable, die Mesh unterstützt. Das erkennt man, wenn man im Punkt Heimnetz den Unterpunkt Mesh hat. Hier sehe ich auch meinen Powerline-Adapter, den 1260E. Hier unten steht die IP-Adresse. Ich kann jetzt hier direkt draufklicken und komme ins Webinterface. Dann gehe ich hier auf Heimnetzzugang und hier gibt es den Punkt WLAN-Einstellungen automatisch von der Fritzbox übernehmen. Und genau, ja, das machen wir jetzt auch. Ich gehe auf Übernahme starten. Jetzt muss man noch die WPS-Taste an der Fritzbox drücken und dann muss man etwas warten. So, jetzt bin ich hier zurück und man sieht, er hat die Funknetznamen geändert, hat er also von der Fritzbox übernommen. Zurück in der Fritzbox sehe ich jetzt gleichzeitig dieses Mesh-Logo an dem Powerline-Adapter. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Mesh-Netzwerk, also das sollte jetzt alles funktionieren. Was man hier auch schön sehen kann, welche Geräte sich dann jetzt über diese Powerline-Adapter einbuchen. In dem Fall ist es jetzt mein Fernseher, der sich hier mit der Endnummer 109 eingebucht hat, über die Kabelverbindung. Schön ist auch, dass man hier die Geschwindigkeit sieht, die zwischen den ganzen Geräten, ja, vorherrscht.